Die Leute verstehen auch ganz genau, dass wir uns jetzt einmal moralisch klar machen müssen, weil es nicht nur um die Ukraine geht, sondern es geht auch um uns. Die Leute verstehen auch ganz, ganz genau, dass wir uns nicht wirklich moralisch gerade machen. Denn wenn wir hingehen und sagen, russisches Gas, kriegführende Nationen, autokratisches System ist nicht in Ordnung, aber das Gas aus Katar ist in Ordnung. Die Vereinigten Arabischen Emirate, ja, die den Krieg im Jemen mit unterstützt haben, Katar wesentlich mit unterstützt, Katar hat alle denkbaren Terrororganisationen unterstützt, das sind jetzt unsere guten Freunde, dann wissen die Leute ganz, ganz genau, dass es hier nicht einfach nur darum geht, sich moralisch ehrlich zu machen. Moralgeleitete Außenpolitik, von der unsere Außenministerin spricht. Was würde denn das tatsächlich bedeuten, wenn wir wirklich nur noch mit liberalen Demokratien Handel treiben würden? Dann würde unser gesamtes Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Warum wollen wir uns ausgerechnet in dieser Frage jetzt moralisch ganz sauber machen? Und in all den anderen Fragen, dann können wir damit leben, moralisch schmutzig zu sein. Das passt nicht zusammen.